Herzlich willkommen zurück zu Let's Play White Knight und wir wollen uns wieder in das Kapitel 2 stürzen, in dem wir immer noch drin stecken. Eine Tür fiel zu und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo genau wir jetzt hin müssen oder was wir tun müssen. Ergründen wir es doch einfach mal. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Richtung hier. Vielleicht wäre ein Streichholz nicht schlecht. Wieso ist denn hier die Tür wieder zu? Ach stimmt, die ist halt zugefallen und seitdem geht sie nicht mehr auf, ne? War das nicht so? Halt! Haben wir das schon gelesen? Rendezvous mit dem Schicksal 2. Diese Wirtschaftsloyalisten beschweren sich, dass wir die Institutionen von Amerika umstürzen wollen. Worüber sie sich aber in Wahrheit aufregen, ist, dass wir ihnen ihre Macht nehmen. Unsere Treue zu den amerikanischen Institutionen erfordert den Umsturz dieser Art von Macht. Sie wollen sich vergebens hinter der Flagge der Verfassung verstecken. In ihrer Blindheit vergessen sie ganz, wofür die Flagge und Verfassung stehen. Jetzt, wie eigentlich immer, stehen sie für Demokratie, nicht für Tyrannei. Für Freiheit, nicht für Unterdrückung. Und gegen die Diktatur durch den Mob und die Überprivilegierten. Franklin Delano Roosevelt. Na sowas. Der hat ja richtige Brandreden geschrieben, ist ja verrückt. So, gerade ist angefangen und schon die erste Sache wieder gefunden. Das Porträt einer Frau wurde mit einem Messer zerschnitten. Ja, das haben wir ja mittlerweile schon mitgekriegt, dass da irgendjemand drauf zu stehen scheint, Frauenporträts mit Messern zu zerschneiden. So, das hatten wir schon mehrfach, glaube ich sogar. Margarets Tagebuch. Und ich glaube, wir müssen hier in der Ecke weiterschauen. Ja, stimmt, da stand jemand. Ich gehe ja schon. So, hat es schon wieder, hat sie sich beruhigt, ja? Ich weiß gar nicht, ob wir den Schuritz hier schon untersucht hatten, in dem Spielstand. Ich weiß, ich hatte ihn schon mal angeschaut. Aber ich glaube, danach bin ich dann direkt gestorben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wichtig ist, aber kann ja nicht schaden, ihn einfach nochmal anzuschauen. So, wie komme ich denn jetzt am besten an der vorbei hier? Vielleicht so. Ja, ich gehe erstmal hier rüber ins Licht. So. Wir mussten, stimmt, hier drüben hatten wir noch irgendwie... Ach Gott, hier steht ja überall eine von denen rum. Was haben wir denn hier Schönes? Da war schon wieder die nächste. Okay, das scheinen wir schon mal gelesen zu haben. Nee, doch nicht. Der Wolf von Black Lake, 10. August 35. Nach einer relativ ruhigen Zeit leben die Einwohner der Bostoner Vororte noch immer in Angst vor dem mittlerweile Wolf von Black Lake genannten Serienmörder. Im ärmlichen Stadtviertel Black Lake sind in den letzten 2 Wochen erneut einige Prostituierte verschwunden. Da die Polizei sich nicht weiter zu dem Fall äußert, steht sie nun unter Verdacht, den Täter zu decken. Die Zahl der Opfer beläuft sich mittlerweile auf 21. Die Verbrechen geschehen stets bei Nacht und der Täter scheint sich dabei ausschließlich auf schwarzhaarige Frauen zu konzentrieren. Ganz vorsichtige Ansässige sind bereits dazu übergegangen, sich die Haare zu färben. Bislang wurde weder eine Leiche noch eine öffentliche Forderung gefunden. Es sind immer die Armen, die leiden müssen. Als wäre es nicht schon so schwierig genug, beklagt sich eine Mutter. Keiner schert sich um uns, sogar die Presse kommt nicht mehr her. Okay. Da drüben steht schon wieder die nächste rum. Ich hatte das Gefühl, dass sich die Schatten von ihrem Gesicht ernährten. Na, das klingt ja sympathisch. So, ich versuche mich mal hier in der Ecke zu halten. William Vespers Tagebuch, Auszug 14. Hatten wir das schon? Sag mir Bescheid, Spiel, das wäre nett. Okay, wir scheinen es schon mal gehabt zu haben. Dann lese ich es auch nicht nochmal vor. So, können wir denn hier irgendwas tun? Ah. Mann, ich habe ganz schön Streichholz verbraucht gerade. Okay, an die komme ich ja noch nicht ran dort. Ja, ich gehe schon. Lass mich in Ruhe. Okay, dann müssen wir uns das andere einfallen lassen. Ich weiß noch nicht so richtig, wie wir das machen am blödsten. Okay, hier vorne bewegt sich gerade der Schatten durch. Kann ich mich denn hier links halten? Scheint zu funktionieren. 3 Frauen, vielleicht Schwestern. Eigenartig genug, dass eine davon lächelte. Wow, die ist nah. Hier ist ein... Da ist ein Schalter! Endlich! Ich fühlte mich wie ein Kind, das das Licht nach einem Albtraum anbetete. Da ist ein Schalter, einfach mal so. Okay, was haben wir hier? Opfernotiz 3. Liebe Irina, wir haben uns entschieden, ihr Angebot anzunehmen, ein Bild unserer Familie zu erstellen. Wir wissen nichts über Kunst, aber ich glaube, es ist richtig, das zu zeigen, was im Herzen Amerikas heute passiert. Sie werden feststellen, wie klein und dunkel unsere Wohnung ist.
Wir vermissen unser Haus und die Kinder fragen oft, wann wir wieder nach Hause gehen. Sie können einfach nicht glauben, dass eine Bank ihr Haus stehlen kann. Gestern erzählten sie mir, was wollen sie denn damit? Die haben doch schon ein eigenes Haus. Und wenn man dann keine Antworten mehr auf die Logik seines Kindes hat, ist es wirklich weit gekommen. Wie dem auch sei, sie wissen jetzt, dass sie vorbeischauen und sie sind sehr aufgeregt. Wir warten auf sie. Sie kennen ja unsere Adresse in Black Lake. Bis bald. Marilyn Campbell. Okay. Es scheint immer die Armen zu erwischen. Wurde ja schon festgestellt. Okay, hier ist noch eine verschlossene Tür. Und ein Foto. Ah, das hier unten? Oder welches? Wahrscheinlich. Juni 1911. Ich habe dir nie gesagt, wie sehr ich dich liebe. Danke für alles. William. Ich nehme mal zumindest an, dass es das sein wird, oder? Das stand so zwischen den Bildern. Naja, wer weiß. Gut, hier oben haben wir noch irgendwas, was wir uns noch nicht angeschaut haben. Ne, das kennen wir ja alles, ne? Sollten wir zumindest. Gut, da fehlt uns einiges bei den Bildern. Wir werden auch nicht alles kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir nicht alles erwischen werden. Ja, Mensch. Du hast einen Streichholzverbrauch. Schrecklich. Bostoner Brahmanen, 6. Juni 1938. In diesen turbulenten Zeiten träumt man von der ruhmreichen Vergangenheit unserer Stadt, von ihren Gründervätern, die ihre Mauern errichtet und gefestigt haben. Das sind die Brahmanen von Boston. Hohe Tiere, Geschäftsleute, Anwälte und Soldaten, deren Moralitätsverständnis die Grenzen der Stadt gezogen hat und ihr eine Seele gab. Und was für eine Seele! Ohne sie wäre Boston auch nur eine von vielen kleinen Städten an der Ostküste. Dank ihnen wurde es in weniger als einem Jahrhundert zu dem großen ökonomischen, finanziellen und kulturellen Zentrum, das wir alle kennen. Und während wir die schon sehen, die das kommende Jahrhundert gestalten werden, die frischen Absolventen von Harvard, dem Symbol der Stadt für das Streben nach Qualität, wollen wir auch den Geist der Pioniere nicht vergessen, die aus Neuengland kamen und der noch in den Gedichten von T.S. Eliot und der Stimme von Katharine Hepburn zu finden ist. Vor 8 Jahren hat sich Malcolm Nichols von seinem Posten zurückgezogen. Er war der letzte der Brahmanen, der letzte der Republikaner, der das Bürgermeisteramt innehatte. Doch es ist noch hier, das edle Blut, das Straßen, Schulen, Kirchen, Gerichtssäle und Krankenhäuser errichtet. Keine Wirtschaftskrise, egal wie schlimm sie auch ist, wird jemals ihre Würde wegspülen. Es ist immer schrecklich dumm, einen elitären Kreis aufzubauen. Europäische Berge. Es fühlte sich so weit weg an. Es ist immer dumm, einen elitären Kreis aufzubauen. Und die Amis haben es wirklich verstanden, eine Aristokratie des Geldes zu schaffen, was total seltsam ist. Jemand hatte den Stuhl übel zugerichtet. Besser ihn als mich. Wohl wahr. Die Frage ist, was können wir jetzt mit diesem Licht hier anfangen? Was ist denn hier? Ist das nur die Tür betreffend oder? Ja, okay. Man muss aber sicher gehen. Kann ja sein, dass da noch irgendwas liegt auf dem Boden. Nee, hier scheint sonst auch nichts mehr zu sein. Okay. Haben wir vielleicht hier drüben noch was? Nee. Wie weit geht denn das Licht eigentlich? Das hier ist nichts, oder? Nee. Haben wir hier noch was in der... Hier ist noch was in der Ecke. Ohne Licht konnte ich nichts tun, okay? Ach, wir können jetzt hier rein. Kann es sein, dass das vorher noch blockiert war? Nee, das ist der Raum mit dem Kamin. Ach du Schande, hier ist jetzt auch eine. Das ist der Raum mit dem Kamin. Ich gehe mir bloß mal kurz Streichhölzer holen. Na, großartig. Die Schreckschraube tobt jetzt also auch hier rum. Die Frage ist, was können wir hier tun? So, den Lichtschalter, den haben wir ja schon gefunden, rettenderweise. Oh, jetzt hat das Streichholz schon wieder ausgemacht. Die Frage ist, wie können wir das Licht vorne anmachen? Das wäre ja eigentlich notwendig. Ach so, das hatten wir uns schon angeschaut. So, hier hatten wir ja jetzt den Stecker reingesteckt, ne? In dem Schrank, ist da was? Der Ort schien verbarrikadiert worden zu sein. Ja gut, wir wissen ja, wo das hinführt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich... Ich gehe ja schon durch die Tür. Ob ich hier das Licht schon angemacht hatte. Achso, das kennen wir schon, okay.
scheinbar ja nicht, ne? Hier sieht es noch ziemlich dunkel aus. Folgen wir also einfach mal dem Kabel. Verschwundene Frauen, hatten wir das schon? Wahrscheinlich. Okay. Aber hier war gerade noch was. Achso, das Kabel, ja. Genau dieses will ich ja verfolgen, denn da wir das reingesteckt haben, sollten wir ja jetzt irgendwo Licht machen können. Oder ist es das Licht hier drüben in der Ecke? Nee. Der Schalter funktionierte nicht. Ach Mann. Gibt's denn das? Die Figur mit der Lampe hatte mal eine Glühbirne gehalten. Ach, da ist das Problem. Kannst du mal sehen. Die Frage ist, wo kriegen wir die Glühbirne her? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß, wo eine hängt, aber an die kommen wir nicht ran. Oh, hier ist es aber finster. Da drüben hängt eine Glühbirne, aber... Oh, ja, 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 ist ja gut. Hör doch mal auf, die Türen immer zu schmeißen, Alte. Muss das denn sein? Sowas Unsoziales. Nee, da komme ich nicht ran. Genau, die kriecht ja hier auf dem Boden rum. Aber gibt's denn für... Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Gibt's denn für diese Glühbirne da drüben irgendwo auch einen Schalter, ist die Frage. Hier war ja nix. Ach, die Streichhölzer, die halten aber auch nicht lange gerade, ne? So, hier drüben kannst du aber auch nichts rausdrehen, oder? Nee. Ach, lass mich doch mal. Du bist schon ein bisschen nervig, weißt du das? So, ansonsten haben wir noch eine Sache offen auf jeden Fall. Und das ist drüben diese Kiste. Ich wüsste aber nicht, dass wir irgendwas hätten, um die zu öffnen. Ja, ja. Ich gehe mal gleich hier ohne Streichholz durch. Diese Kiste meine ich. So, können wir mit der irgendwas machen? Auf der Kiste war ein esoterisches Symbol, das wissen wir ja. Nee, wir haben immer noch nichts, ne? Die Kiste war geschlossen, es gab eine kleine Öffnung für einen Schlüssel. The question is, where can we find this key? Ich speichere erstmal kurz. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir nicht doch noch was finden können. Also, wir brauchen entweder eine Glühbirne oder den Schlüssel für diese Truhe, falls dort die Glühbirne drin ist. Das kann natürlich auch sein. So, ne, ich glaube, hier drüben wird es wohl nicht sein. Ich könnte mir eher vorstellen, vielleicht in der Bibliothek, beziehungsweise in dem Zimmer des Gestörten da, des Mörders, des Werwolfs. So, hier war sonst... Was ist denn hier? Hier würde sich das Bild einer kopflosen Frau an die Wand hängen. Keine Ahnung. Ich dachte aber eigentlich, dass du das hier in der Ecke meinst. Dann eben nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Halt. 18. August 1900. Ein großer Tag für unser beider Familien. Schön, Margarets Gesicht wurde mal weggekratzt. Da schien jemand nicht allzu gut zu sprechen zu sein auf sie. Ich frage mich gerade, wofür diese Tür denn hin? Ach, ist das vielleicht der Durchgang zur Bibliothek? Kann das sein? Denn dort kam ja immer jemand entgegen. Also dort kam ja jedes Mal ein Geist, wenn wir dann reingegangen sind, ne? Oh. So ein bisschen nervt sie ja schon. So, wo ist denn hier die... Nein, da ist nicht die Tür. Die Tür ist weiter von. Ach so, die ist ja zugefallen. Stimmt ja. Geh durch. Danke. So, dann gehen wir mal kurz in die Bibliothek zurück. Nur noch mal kurz hier auf dem Tisch gucken. Ne, da ist nix. Wer ist das denn hier eigentlich? Wieder Selena Sandwick. Der Eigentümer hatte eine Obsession für diese Sängerin. Ja, so viel habe ich auch schon mitgekriegt. William Vespers Tagebuch, Auszug 13. Den scheinen wir schon mal gehabt zu haben. Ja, da kommt mir auch bekannt vor mit dem Hing ihre Stimme an meiner Seele. Halt. Ach, das war bloß der Schalter, ja. Der ja nicht funktioniert, weil wir keine Glühbirne haben.
Okay, schauen wir noch mal kurz hier drüben nach. Ich würde halt denken, dass die Tür das hier ist. Kann das sein? Komplett zu. Hm. Hier ist noch ein zweites Kabel. Wo führt das denn hin? Oder ist es das Kabel, das einfach nur rüber zu dieser kleinen Funzel führt? Kann natürlich... Ja, ich glaube, das ist das Kabel, das hier hinführt. Ach, Mann. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir eigentlich hin müssen jetzt. Ansonsten muss ich halt, auch wenn wir gerade erst angefangen haben, nochmal unterbrechen und mich nochmal umschauen hier. Denn ich habe gerade keinen richtigen Anhaltspunkt, muss ich zugeben. Was war hier? Da war doch gerade noch irgendwas. Ah, vermutlich Maya-Zeichnungen. Der Besitzer musste wirklich gebildet sein. Hat die hier die Lampe umgeschmissen? Die Kuh. Er war total kaputt. Können wir hier nicht die Glühbirne rausnehmen? Das wäre doch cool. Das wäre doch innovativ. Ja, das wissen wir schon. Das kennen wir schon. Halt. Ach so, das ist nur der Schädel. Ja gut, der bringt uns nichts mehr. Da hat mal ein Dolch drin gesteckt. Ich frage mich, warum ist diese Tür zu? Na gut, wahrscheinlich ist sie einfach zugeschlossen. Aber ich denke, das wird wohl dieser Durchgang sein in den Gang rüber. Also nicht unbedingt ein Verlust wahrscheinlich. Ich wüsste jetzt auch nicht, was in der Bibliothek sein soll, ganz ehrlich. Aber was ist denn hier, ist die Frage. Na, geh doch mal bitte hier lang. Mal ein bisschen schneller suchen. Die Karte des Erdgeschosses sollte hilfreich sein. Weiß ich nicht, ob die mir jetzt so viel helfen kann. Die Skizzen nackter Körper waren mit nervöser Hand gezeichnet, wie in Eile. Oder in Obsession. So. Ausreichend, um neugierige Blicke abzuhalten. Genau, und hier steht ja auch noch eine in der Ecke. Ich gehe ja schon. Lass mich. Ich häng fest. Shit. Oh, die war aber hartnäckig jetzt gerade. Schwierig, schwierig. So, mal gleich im Dunkeln rübergerannt. Wo könnten wir noch was finden? Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal eine kurze Unterbrechung und sobald ich eine Idee habe, geht's wieder los. Bis gleich. Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es ist eigentlich ganz einfach. Hier drüben steht eine Kiste rum. Sie ist doch sehr gut beleuchtet und ich habe sie einfach komplett übersehen, als ich hier dran vorbeigegangen bin. Versuchen wir die doch einfach mal zu öffnen. Wie wär's denn damit? Vielleicht wird uns das ja weiterhelfen. So, was haben wir denn da Schönes? Ein weiterer Schuh, das ist ja schon mal sehr schön. Was auch immer im Bild ist, es blickt auf dich. Schön. Das freut einen doch. So, was haben wir denn hier? Diese... Ach, das ist eine Glühbirne, okay. Der hatte hier keinen Zweck. Wo war ihre Halterung? Wunderbar, eine Glühbirne, das freut mich sehr. Dann können wir jetzt doch endlich mal rübergehen und die Lampe da drüben anwerfen. Streichholz bitte. Oh! Mitten reingerannt. Das war natürlich heldenhaft. Ja, das kann passieren. Gut. Man sollte natürlich schauen, ob die Schreckschraube gerade in der Nähe ist, wenn man ins Dunkel losrennt. Und nicht einfach nur drauf losrennen. Das könnte helfen. So, kann ich mich denn hier irgendwie an ihr vorbeiquetschen? Ist die Frage. Geh doch mal bitte. Ja, geh mal irgendwo lang. Nicht einfach festhängen. Gut, das war jetzt doof. Wenn er sich nicht dort festgehangen hätte und ich vielleicht auch noch Licht gehabt hätte, dann wäre ich vielleicht auch vorbeigekommen. Ich will nur noch mal kurz in die Küche, um mir neue Streichhölzer zu holen. Ich dachte gerade, er macht es direkt wieder aus. Das hätte ich ihm zugetraut. Hat er ja schon mal gemacht. So, lass mal. Jetzt geht sie hier lang. Willst du mich eigentlich trollen? Sag mal. Du machst das doch absichtlich, oder? Du bist doch absichtlich immer gerade da, wo ich hingehen will. So, wo bist du denn, Mädchen? Auf jeden Fall nicht da, wo ich bin. Gut. So, dann können wir jetzt auch
Achso, ich muss ja nochmal die Kiste öffnen, fällt mir gerade ein. Gut, dann machen wir das Ding mal auf. Achso, er braucht ja beide Hände. Ja, mach mal aus. Wie konnte ich das denn ausmachen? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt, okay. So, holen wir uns nochmal die Glühbirne. Und dann wollen wir drüben mal für Licht sorgen. Ja, damit. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Und ich glaube, ich werde drüben nochmal speichern. Nur zur Sicherheit. So, wo ist die Alte jetzt, ist die Frage. Hoffentlich nicht gerade hier. Ich will nicht wieder genau reinlaufen. Aber sieht gut aus diesmal. So, können wir denn hier mal kurz für Licht sorgen? Hier. Einmal speichern. Ist natürlich doof, dass er dafür jetzt das Streichholz wieder ausmachen muss. Wie sie draußen im Licht vorbeiwabert. Im Nebenraum. Auch schön. So. Neues Streichholz. Es hilft ja nichts. So, was können wir denn hier mit dem... Warum wird mir denn hier schon so diese Glühbirne angezeigt? Ich weiß es nicht. Egal, wir schrauben das Ding mal hier drüben rein. Achso, das war mein Inventar. Die Glühbirne war verziert mit kleinen Kratern, wie die wie der Mond aussahen. Aha. Es werde Licht. Endlich hatte ich mehr Macht über die Nacht. So, ich weiß gerade gar nicht, was hier sich verabschiedet hat von meinem Computer, aber irgendwas scheint ja gerade ausgegangen zu sein. Solange es nicht die externe Festplatte ist, auf die ich aufnehme. Aber die scheint es nicht zu sein, denn zumindest sagt mir das Ding, dass die Aufnahme noch läuft. Hoffen wir doch mal, dass das stimmt. Ich weiß gar nicht, doch das sollte eigentlich in der Aufnahme zu hören sein, ne? Mein Windows-Sound. So, was haben wir denn hier? Die... Der Mörder vielleicht? Oder jemand, der besessen von diesem Mörder war. Bilder von Leichen mit irrsinniger Sorgfalt verstümmelt. So, die Frage ist... Ach, hier ist eine Tür? Okay, interessant. Wir schauen aber erstmal, was hier auf dem Tisch liegt. Opfernotiz 1. Liebe Mama, mach dir bitte keine Sorgen. Roberts Gehalt wurde um die Hälfte gekürzt, aber er müsste seinen Job behalten können. So ist das nun mal in der Krise. Selbst wenn es bedeutet, dass wir mit 20 bis 25 Dollar pro Woche auskommen müssen. Ich versuche für Essen Sachen zu tauschen und ein paar kleine Dinge zu tun. Ich koche mehrere Mahlzeiten gleichzeitig, um Gas zu sparen. Ich sammle gebrauchte Kleidung und bringe sie wieder in Form von Brot und Brot kaufe ich natürlich nur das vom Vortag. Wenigstens schlingen die Jungs das Brot nicht so schnell herunter, wenn es schon etwas härter ist. Aber wir haben Glück, keiner von ihnen ist krank geworden. Aber der Winter steht vor der Tür. Letzte Woche war ich mit Paul im Kino. Wir haben uns Der blaue Engel mit Marlene Dietrich angesehen. Was für eine Frau. Hier sind 5 Dollar für dich. Mehr kann ich im Moment einfach nicht entbehren. Aber wir werden bald bei dir sein. Pass auf dich auf. Beth Rogers. Okay. Es waren harte Zeiten und der Mörder scheint sich auch wirklich nur die Schwächsten bzw. die Ärmsten ausgesucht zu haben. So kommt es einem jedenfalls vor. So, das Bild, hatten wir das schon? Nein, ich glaube nicht. Okay. Sieht mental sehr gesund aus, gerade das in der Mitte, das Bild. Na gut, wenn er meint. Ich würde sagen, dann betreten wir doch einfach mal das Räumchen hier nebenan. Und schauen mal, ob es noch schlimmer werden kann als in diesem Raum. Ach, geht ja schon mal gut los. Der Sarg verströmte einen üblen Geruch nach Tod und Verwesung. Sympathisch. Ich hoffe, sie wird... Doch, sie wird direkt... Ich komme nicht mehr raus. Doch, jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, sie wird nicht direkt angelockt. Aber doch, ja, wird sie. Oh, jetzt bewegt sie sich. Das ist ja gut. Da kann ich nämlich mal hier rübergehen.
William Vespers Tagebuch, Auszug 8, 21. November 1919. Gestern wurde Mutter beerdigt. Während alle anderen weinten, habe ich sie verflucht, als ihr Sarg langsam in die Erde gelassen wurde. Es war eine düstere Feier für mich. Sie ist wieder dort, wo sie hingehört, und der Erde ist das egal. Sie hat keine Angst vor ihr. Sie hat keine Ohren, um sie schreien zu hören, oder eine Haut, um unter ihren Schlägen zu leiden. Doch nachts in meinem Zimmer, als ich die Kerze ausgepustet hatte, spürte ich einen Hauch direkt neben meinem Ohr. Dann hörte ich ihre Stimme: Ich werde dich retten. Ich habe geschrien. Sarah kam und schaute, was passiert ist. Ich bat sie, ganz nah bei mir zu schlafen. Ich habe die ganze Nacht von Mutter geträumt. Sie lief leise durch das Haus mit ihren blinden Augen. Sie wartete hinter meiner Zimmertür wie ein Wolf. Dr. Rosenthal sagt, das kann allen Trauernden passieren, dass sie halluzinieren. Für mich passiert es aus Angst. Ich bilde mir nichts ein. Margaret ist noch immer hier. Das ist sie. Das hast du ja dann im Nachhinein auch ziemlich klar festgestellt. Frische Erde, feuchtes Holz. Die Särge waren erst vor kurzem ausgegraben und oh, sympathisch. Es wird immer besser. Wer hätte das gedacht? Er wirkte in dieses Buch versunken.